Bei Kontrollen in der Sylter Gastronomie wurden in den letzten Tagen Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. An den letzten beiden Wochenenden fielen laut Kreis insgesamt 19 Sylter Gastronomen auf, die gegen die Corona-Regeln verstoßen haben. Dabei wurden Hygieneregeln nicht beachtet und vor allem das Abstandsgebot nicht eingehalten. Vereinzelt wurde auch die Sperrstunde missachtet und bei einigen Betrieben ein fehlendes oder mangelhaftes Hygienekonzept festgestellt. Bei Verstößen gegen die Corona-Regeln könnten Bußgelder von bis zu 25.000 Euro verhängt werden. In der Presse wird über die touristische Öffnung der Insel bundesweit berichtet. So titelt die Bild-Zeitung mit der Schlagzeile: Zu wenig Abstand, zu viele Gäste. Viele Syltwirte verstoßen gegen Corona-Regeln. Die Hamburger Morgenpost berichtet ebenfalls darüber, dass Syltwirte reihenweise gegen Corona-Auflagen verstoßen. Aus Sicht der DEHOGA Sylt ist diese Darstellung eine journalistische Übertreibung. Bad News are good news, und wenn zwei Mist bauen, dann sitzen immer gleich alle. Und das kann man auf keinen Fall sagen. Also die deutliche Mehrheit, also mit Abstand die große Mehrheit, hält sich an die Vorgaben. Natürlich ist auch ein bisschen Learning gerade dabei. Das ist auch nicht nur auf Sylt so, das ist auch für Amrum in der ganzen Modellregion noch so, dass man auch ein bisschen lernen muss. Da geht es um ein gutes Miteinander mit den Ordnungsbehörden, und das funktioniert auch ganz gut. Was wir natürlich nochmal gemacht haben, ist ein Appell an alle. Sagen wir es auf, Leute, denkt dran, dass wir hier auch ein gutes Miteinander haben mit Ordnungsbehörde, mit Gästen etc. Und nochmal so eine kleine Erinnerung, was bedeutet denn was? Weil so eine Verordnung ist amtsdeutsch und das ist auch nicht mal ganz einfach zu lesen. Und wir haben es nochmal ein bisschen aufgedröselt, auch in normales, umgangssprachliches Deutsch, für jeden verständlich und am liebsten auch noch mit Bildchen. Und somit kann man dann alles gut befolgen und dann spielt sich das auch innerhalb von 10 Tagen ein. Insgesamt sieht der Hotel- und Gaststättenverband den Start in die Modellregion als gelungen an. Der Start ist gelungen und wir können sagen, dass wir auch davon ausgehen, dass am 17. Mai die Öffnung nicht so kommen würden, hätte es die Modellregionen nicht gegeben. Also nicht nur die in Nordfriesland, sondern alle in Schleswig-Holstein. Also sprich die Vorarbeit, wie man was umsetzen kann. Und von daher ist es gelungen. Und auch wenn wir jetzt übergehen am 17. Mai in die Landesverordnung, alles andere macht ja keinen Sinn, sonst würden ja zwei Systeme neben mir herlaufen, dann blickt gar keiner mehr durch nachher, gehen wir davon aus, dass es auch gut weitergeht. Die Inzidenzen sinken und sinken und sinken, und vielleicht ist das ja auch so ein kleiner Hinweis darauf, dass es mehr Sinn macht, die Leute rausgehen zu lassen, als sie zu Hause zu lassen. Die Inzidenz im Landkreis Nordfriesland wurde vom RKI am Freitag mit 28,3 angegeben. Auf die gemeldete Einwohnerzahl auf Sylt umgerechnet liegt die Inzidenz zurzeit bei 55,2. Gestern wurden 4 Neuinfizierte gemeldet und insgesamt sind derzeit 28 Personen auf Sylt an Covid-19 erkrankt.